Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Tanks. Und ich habe mir noch gar nicht überlegt, was genau ich denn heute überhaupt fahren möchte. Guck mal ein bisschen rum. Auf den meisten fehlt mir doch tatsächlich noch eine ganze Menge Erfahrungspunkte, bis ich da irgendwas weiter erforschen kann. Mal ganz kurz auf dem Lago gucken, wie es denn da aussieht. Der braucht auch 13.000. Also, wobei 10.000 jetzt nicht unbedingt viel ist, wenn man da irgendwie den ganzen Tag durchsuchtet, aber das habe ich jetzt auch nicht vor. So. Ich könnte natürlich jetzt hier den Italiener noch ein bisschen fahren, weil da braucht man nicht so viel, 1.200. Da fahre ich mal den zwei Italiener noch. M14, M41. Auf Kloster bin ich ja schon mal klangtechnisch im, ja, im richtigen Setting, oder? Als Italiener? Ist das eine italienische Map? Glaube. Irgendwas Mediterranes. So, ich sehe, ich habe gerade nur Standardmuni dabei. Durchschlagskraft 52 sollte aber reichen für die meisten. Hoffe ich. Sollte vielleicht nochmal überlegen, beim nächsten Mal noch was anderes mit einzupacken. HE zumindest. T1 HMC sieht einfach so schön viereckig aus. Ist einfach ein richtiger Kastenwagen. Oh, links rum fahren schon einige, sehe ich gerade. Rechts rum eigentlich gar keiner. Rechts rum fahre ich auch gern, echt nicht gerne auf der Map. Also beziehungsweise hier über diese Berge. Das finde ich immer sehr anstrengend. Ich weiß auch nicht, was ich gerade mache. Einfach wieder Blödsinn. Einfach doof drauf losfahren. Irgendein Scout von uns geht sich hier gerade ersaufen. So wie es aussieht. Ich glaube, ich fahre einfach mal hier lang. Vielleicht kriege ich ja den VAE Typ B. Okay, der Gegner ist schon gerade versunken. Die Gegner sind auch gerade ein bisschen, also alle irgendwie reingerannt, wie beim Fußball in der F-Klasse. Also so die Bambinis. Einfach alle draufrennen. Das ist gefühlt hier so gerade die Meta. Oh, ich werde. Ey, was mache. Was ist denn das hier? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie kann denn dann auf einmal einer von hinten kommen? Oh, ich verstehe die nicht. Was ist das? Wir müssen wieder höhere Stufen spielen.
Irgendwas Entspannteres. Was wie. Ich hätte Bock auf E4. Ich habe Bock auf E4, ich fahre jetzt E4. So, T110 E4. Was ist das denn Schönes? Direktivenplatz. Was ist das? Minus 2,5 Blase, irgendwann alles. Okay. Und habe ich Direktiven? Ja, habe ich. Oh Mann, es gibt noch mehr Stuff, was man ausgeben kann für dieses Spiel. Das ist doch Musik in meinen Ohren. Himmelsdorf. Reines 10er Battle. WZ111A. Das ist irgendwie der neue Japaner. Der neue Chinese, wa? Noch ein neuer chinesischer Stufe 10 Panzer neben dem 113. Was ist das denn für eine Tarnung? Der ist lila. Wieso ist der denn lila? Das ist doch kein Tarnmuster mehr. Das ist doch Fortnite. Oder irgendwelche merkwürdigen, unrealistischen Okay, der Med in der Mitte hat mich gerade aufgedeckt. Gut, dass ich hier 6. Sinn drauf habe. Ach man, wieso mache ich denn auch so eine dumme Scheiße? Ich könnte mir doch schon denken, dass die alle schon stehen. Oh man. Ist halt viel zu langsam mit seinem. Ich hätte einfach hin. Hätte mir das was gebracht? Ich weiß es gar nicht. Schlachtergasse ist auch wieder einiges los. Grille 15? What? Ist denn eine Grille 15 oder habe ich das gerade falsch gelesen? Doch, Essen. Okay. Wo hat er mir durchgeschlagen? Ach, scheiße. Ja, okay. Ich verstehe. Oh, hallo T100LT. Da kommt die Luftunterstützung. Steht da hinten noch ein Jagdpanzer E100 mit mir, okay. Der LT ist schon wieder weg oder steht er noch da hinten und wartet? Da ist er noch. Ja. Natürlich bin ich offen. Hallo, Grille 15.
Och, E100. Wie, der dreht sich jetzt. Dreh dich doch nicht. E100, Mann. Du blockst meinen Schuss. Alter, E100. Och, der Junge ist so doof. Oh, Mann, ey. Alter, dreh dich doch nicht. Dankeschön, echt. Dankeschön. Ja, ich hätte halt einen Safe Shot auf die Grille gehabt, wenn er sie nicht reingedreht hätte. Jetzt gibt's am Sack. Nein, gibt's nicht. Oh. Oh fuck, da hinten steht noch irgendwas. Oh shit. Was steht da noch? Die Arti? Die Arti kann da nur noch stehen. Ja, da hinten steht sie. Und ich treffe sie nicht. Oh, schade, schade, Schokolade. Das war schon wieder eine ärgerliche Runde. Wenn ich dem der Grille locker nochmal eine 700er Schelle hätte geben können, wenn sich der E100 nicht die ganze Zeit so gewobbelt hätte. Ja, ich weiß, der wollte nur seine untere Wandplatte schützen, aber hätte sich auch einfach mal ein bisschen cleverer da abwinkeln können. Und. Komm, spielen wir noch eine Runde E75. E75 ist doch immer gut. Ich weiß nicht so, aber E75 macht mir auch meistens zumindest mehr Spaß als E100. Okay, die Map kenne ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Was ist Gletscher? Was kann Gletscher? Kann man da oben auf den Gletscher fahren? Fragen über Fragen. Ich glaube, man kann da oben auf den Gletscher fahren, wa? Fahre nicht als Light? Sind jetzt die schlauere Heavy-Linie? Ich schätze, die Heavy-Linie ist eigentlich da. Ach, THP, ey. Also ich würde jetzt mal schätzen, echt, die Heavy-Linie ist irgendwie so HJ. Aber wir fahren jetzt mal hier B runter. AB. Das ist schon ein Scout. Ich hoffe echt nicht, dass das Eis hier einbrechen kann. Das wäre echt doof. Kann das Eis hier einbrechen? Ich glaube, das wäre auch zu... Alter. Hallo WZ111-14. Oh shit. Hallo Jagdpanzer 2. Lass mich wieder kurz zurück, Amix. Zurück, Amix. Wir sind noch zu weit vorne. Scheiße. Ja, noch eine Ecke zurück. Ja,
Natürlich nicht. Lächerlich. Wir verlieren hier gerade echt, das ist halt nicht gut. Hilfe! Wieso bin ich jetzt hinten ganz alleine? Hallo? Jagdtiger. Ist halt auch eine echt doofe Situation hier gerade für alle Beteiligten. Na gut, do or die. Ernsthaft. Er muss doch da oben irgendwo Seeschlitze drauf haben, ey. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss ich doch durch den Jagdtiger durchkommen. Also untere Wandplatte, ja, die sehe ich gerade nicht, weil er ganz clever ist mit seinem Umschaltspiel, wenn ich das mal so rumnehmen darf. Leck mich, ja, das war dumm von mir. Oh, ja, ich sehe, dass ich ein Problem habe hier. Ich komme in den Seiten von dem Jagdtiger eh nicht durch. Okay. Oder doch? Leute, ich brauche trotzdem Hilfe. Hi. Ja. Ich habe hier trotzdem die Arschkarte. Oh lol, oh man, sei mir nicht auf wegen dem doofen Jagdtiger. Natürlich. Natürlich. Herr Jagdtiger, wollen Sie was von mir? Ach, Scheiße. Dammit! Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar keine schlechte Runde. Weißt du, dass der T30 da am Arsch der Welt rumgammelt und niemandem irgendwie eine Hilfe ist? Kann ich wenigstens sehen, ob der schon überhaupt irgendwie Damage gemacht hat oder steht der die ganze Zeit nur doof rum? Das kotzt mir natürlich jetzt schon wieder an, wenn ich sowas sehe. Nee, aber ich möchte mir bitte. Ich gucke mir jetzt mal ganz kurz das Spiel zu Ende an. Also, wir werden das höchstwahrscheinlich verlieren. Mich interessiert einfach nur mal gerade mal, wie sie sich jetzt noch so schlagen.
P30. Sollte eigentlich gleich gehittet werden. Aber wenigstens hatte ich mal wieder eine gute Runde mit einem Panzer, den ich halbwegs fahren kann, mit dem E75. Die Runde war jetzt nicht ideal, aber sie war schon besser als den ganzen Schnurz, den ich vorher so fabriziert habe. Komm jetzt, Leute, jetzt macht doch mal hier die... Dann kommt der Jagdtiger mit dem 5 HP. War halt auch äußerst ärgerlich, dass der überlebt hat. Und wo ist der Skorpion vom Gegner? Der könnte doch jetzt schön schnell hier... den T30 mal zerlegen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin den T30 auch mal gefahren, aber ich fand den halt, der war halt mega ätzend. Ich brauch den gar nicht, weil der fährt sich wie ein T34, der eigentlich ein Heavy ist. Und naja, ist halt ein T34 mit einer stärkeren Kanone. Ich glaube, die erste Gun, die er drauf hat, ist sogar gar nicht stärker, sondern genau die gleiche. Und da steht er, der arme E75. Ah, guck mal hier, Großkaliber. Na gut, das kriegt man, glaube ich, immer, aber wenn man mal mehr Schaden macht, als man Strukturpunkte hat. Ach, guck dir den T30 an, 1000 Schaden, hat halt nicht wirklich geholfen. Hat, glaube ich, diese 1000 Schaden, die er gemacht hat, hat er jetzt ganz am Schluss gemacht, gefühlt, oder? Hat er vorher nichts gerissen. Ich kann mich jetzt einmal selbst hypen. Für den meisten Schaden im ganzen Match. So, okay, gut. Ja, dann sollte die Selbstbeweihräucherung auch wieder enden, denn das war ja nur ein kleiner Vorschuss fürs nächste Mal, wenn ich faile. Und zwar richtig hart faile. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play World of Tanks. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Ideen habt, schreibt sie in die Kommentare. Den Uploadplan findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und falls euch das noch nicht reicht, folgt mir auf Facebook oder Twitter unter @rbrichierb.